und wir klären jetzt erstmal, welcher Teilnehmer vorhanden ist, wo und wie funktionsfähig. Fangen wir mal mit der einfachen Übung an. Wir haben vertreten die Union, die SPD, dann die Linke im Raum und die AfD. Es fehlt uns noch die FDP. Ist die eingeschaltet? Herr Höferlin ist... Ich bin eingeschaltet, Frau Vorsitzende. So, Herr Höferlin ist dabei. Und Frau Dr. Mihalic auch? Die sehe ich auch. Ich bin auch zugeschaltet. Zugeschaltet, ja. Und auch zu verstehen. So, jetzt kommen wir zu den... Dann habe ich alle Fraktionen, ne? Einen vergessen. Gut. Dann komme ich jetzt zu den Sachverständigen. Wir haben heute keinen Sachverständigen im Raum. Dafür eine ganze Menge am Bildschirm. So, ich fange mal mit dem Alphabet an. Also, Frau Bock sollte uns zugeschaltet sein. Sie hat technische Probleme. Wo ist sie? Ah ja, also gut, sie startet noch den Versuch, sich zuzuschalten, was ich ein bisschen suboptimal finde, wenn es jetzt gleich nur übers Telefon erfolgt. Aber gut. Dann Herr Hürter. Guten Morgen, Frau Vorsitzende. Guten Morgen, wunderbar. Dann weiß ich auch, nämlich, wie der Einzelne aussieht. So, dann Herr Professor Kelber, bekannt. Guten Morgen. Wieder dabei, sozusagen. Dann Frau Lenk. Guten Morgen. Guten Morgen, jawohl. Dann Herr Dr. Thiel. Ja, guten Morgen, Frau Vorsitzende. Auch mit Bild, wunderbar, vielen Dank. Dann Herr Schöne von den Kommunalen Spitzenverbänden. Guten Morgen, hallo. Können Sie mich hören? Hören können wir Sie. Sehen kann ich Sie nicht. Sind Sie nur... Ach, jetzt sehe ich Sie. Ja, jetzt ist Sie wunderbar zu sehen. Danke. Okay, gut. So, dann wären wir alle. Dann noch Frau Kager ist bei... Nein. Nein, stimmt nicht. Da sitzt keine Frau neben mir. Das ja. BMI ist auch vertreten. So, Herr Bergner, jetzt. Gut. Ja, dann können wir eigentlich starten. Die Anhörung ist zum Registerzensusgesetz ist auf 2 Stunden angesetzt. Wir werden wie üblich das Ganze per Videokonferenz durchführen. Sie schalten bitte Ihre Mikrofone dann aus, wenn Sie nicht sprechen. Das Ganze wird live im Parlamentsfernsehen übertragen, zum Schluss auch wieder über die Mediathek des Deutschen Bundestages für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Wir haben einiges an Stellungnahmen bekommen, für die ich mich ganz herzlich bedanken kann. Ich darf mich auch generell ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mit Ihrer Expertise den Kolleginnen und Kollegen und den Fraktionen zur Verfügung stehen. Von unserer Anhörung wird wie üblich ein Wortprotokoll angefertigt, das Ihnen auch zur Durchsicht übersandt wird. In dem Schreiben, das Sie erhalten, ist auch genau aufgeführt, was Sie tun müssen, falls Sie mit Äußerungen nicht einverstanden wären. Das Ganze wird dann, das Wortprotokoll zusammen mit Ihren Stellungnahmen, wird dann als Gesamtdrucksache auch für jeden einsehbar zur Verfügung gestellt. Bei den Statements zur Einleitung, ich werde Sie in alphabetischer Reihenfolge aufrufen, darf ich Sie bitten, sich ungefähr an einem 5-Minuten-Zeitfenster zu orientieren und selber auch die Uhr etwas mit im Blick zu behalten. Nach den Eingangsstatements machen wir dann die Fragerunden der Fraktionen. Da gilt für die erste Runde, dass jeder Fragesteller 2 Fragen an einen Sachverständigen, eine gleiche Frage an 2 Sachverständige oder an 2 Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage richten kann. Wir sammeln dann die Fragen und Sie erhalten dann hinterher wieder die Möglichkeit, in einer Antwortrunde auf alle einzugehen. Was und wie wir das in der zweiten Fragerunde schaffen, sehen wir dann mit Blick auf die Uhr. So, wenn ich nichts vergessen habe, habe ich jetzt nur gerade noch vernommen, dass ein Mikro nicht ausgeschaltet ist. Ansonsten würden wir beginnen mit Frau Bock, sofern sie eingeschaltet ist. Sie noch nicht, dann würden wir mit Herrn Hürter beginnen. Herr Hürter, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Erprobung von Verfahren eines Registerzensus soll meines Erachtens einen Beitrag leisten, zum einen zur Verwaltungsvereinfachung und Verwaltungsmodernisierung, zum anderen die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und auch der Entlastung der Haushalte dienen.
Vor allem soll mit dem Entwurf die Möglichkeit einer umfassenden registerbasierten Ermittlung von Einwohnerzahlen erprobt werden. Dies begrüße ich sehr. Es würde in der Tat die Amtsstatistik mit einem weiteren Digitalisierungsschub versehen und so die Rolle der statistischen Ämter zum einen des Bundes und zum anderen der Länder als Informationsdienstleister stärken. Der zurückliegende Zensus in 2011 und der bevorstehende Zensus in 2022 fanden bzw. finden registergestützt statt. Das ist bereits im Vergleich zur traditionellen Vollerhebung ein wichtiger Schritt. Er hat nach meinem Empfinden zu einem Bürgerinnen und Bürger entlastet und zum anderen die Kosten deutlich verringert. Nun gilt es für die Zukunft, den geplanten Methodenwechsel hin zu einem reinen Registerzensus durch einen umfassenden Test zu prüfen. Registerdaten sind aus unserer Sicht eine wichtige Grundlage für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen. Und an den amtlichen Einwohnerzahlen, die von der Statistik erfasst werden, bemessen sich wichtige, zum Beispiel Finanzzuweisungen, zum Beispiel der Zuschnitt von Wahlkreisen oder auch die Stimmenanteile der Bundesländer im Bundesrat. Wenn man sich diese Tragweite vor Augen führt, ist klar, dass die Qualität hier besondere Bedeutung hat. Und insofern gilt es aus statistisch-methodischer Sicht, aber auch aus verfassungsrechtlichen und politischen Gründen, hier einen guten Test vorzunehmen, der dann zu belastbaren Ergebnissen im eigentlichen Registerzensus führt. Der Bundesrat hat eine Stellungnahme abgegeben und diese war sehr umfassend. Hierbei wurde die herausgehobene Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern betont, meines Erachtens auch vollkommen zu Recht, denn wir haben in der Amtsstatistik eine gute und bewährte Zusammenarbeit. Und gerade mit Blick auf diese Zusammenarbeit wurden Änderungsbedarfe von den Ländern reklamiert. Diese Änderungsvorschläge wurden erfreulicherweise von der Bundesregierung in der Gegenäußerung überwiegend aufgegriffen. Und so ergeben sich meines Erachtens nur noch in wenigen, aber dennoch zentralen Punkten einige Nachbesserungsbedarfe. Zum Ersten hat der Bundesrat festgehalten, dass eine zentrale IT-Entwicklung und ein zentraler IT-Betrieb höhere Risiken birgt. Insbesondere zeigen die bisherigen Erfahrungen bei der Vorbereitung des aktuellen Zensus, dass sich dieser Ansatz nicht bewährt hat. Deshalb soll dieser im vorliegenden Fall nicht weiterverfolgt werden, so die Äußerung des Bundesrates. Auch wenn ich persönlich hoffe, dass das Statistische Bundesamt beim anstehenden Zensus die Probleme noch in den Griff bekommt, so plädiere ich dafür, in der Zukunft, also auch beim Registerzensus, an der bewährten Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern festzuhalten. Der zweite Punkt ist, dass die Begrenzung der Erhebungsumfänge, der von der Bundesregierung zur Klärung von Unstimmigkeiten vorgesehen wurde, aus meiner Sicht nicht hinreichend begründet ist. Entscheidend ist, dass diese Kontrollerhebung ausreichen muss, um auch qualitativ hochwertige Ergebnisse bei der Machbarkeit zu erzielen. Wenn dies beispielsweise wegen einer zu knapp bemessenen Stichprobe nicht gelingt, wäre das hier bedauerlich. Das Ziel einer Erprobung würde verfehlt und die Etablierung des Registerzensus insgesamt gefährdet. Zum Dritten, für den Projekterfolg ist es entscheidend, dass die statistischen Ämter der Länder im Zuge der Evaluierung auch projektbegleitend Zugang zu den Daten erhalten, sodass eine umfassende Beurteilung der Ergebnisse möglich ist. Dies gilt insbesondere für die kleinräumigen Aspekte. Ich darf auch noch ansprechen, dass der Gesetzentwurf aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung unseres Landes ist. Dennoch muss man sich vor Augen führen, dass weitere nötig sind. Insbesondere benötigen wir Regelungen zur Schaffung weiterer Register und dringend auch zur Verbesserung der bestehenden Register. Nur dann kann ein Registerzensus insgesamt erfolgreich sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Herr Hürter, vielen Dank. Dann Herr Professor Kälber, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Ich darf mich für die Einladung bedanken und damit die Gelegenheit, hier auch noch einmal zum vorliegenden Gesetzentwurf mich äußern zu können. Mit dem Gesetzentwurf werden Maßnahmen legitimiert, mit denen die Durchführung künftiger Zensuserhebungen auf der ausschließlichen Basis bestehender Register, also ohne zusätzliche Befragung der Bevölkerung, erprobt werden. Unter dem Blickwinkel von Datenminimierung und Entlastung des Einzelnen von unmittelbaren Befragungen ist die Vorbereitung eines auf Dauer angelegten Registerzensus aus meiner Sicht eindeutig zu begrüßen. Dieser grundlegende Methodenwechsel beim Zensus soll bereits im Anschluss an dem kommenden Jahr noch nach bisherigen Verfahren durchgeführten Zensus greifen.
die Entscheidung des Gesetzgebers vor dem Hintergrund fehlender Erfahrung mit dieser Erhebungsmethode zunächst in einer Erprobungsphase die benötigten Register zu ertüchtigen und die Verfahren zu testen, findet meine ausdrückliche Zustimmung. Eine Optimierung der Abläufe im Sinne auch einer Beschränkung auf das tatsächlich Benötigte dient, insbesondere mit Blick auf den Umfang der Erhebungsmerkmale, letztendlich dem Datenschutz. Der eingangs aufgezeigte Vorteil eines Registerzensus, der Verzicht auf eine unmittelbare Befragung der Bevölkerung, trägt gleichzeitig aber auch einen datenschutzrechtlich gravierenden Nachteil in sich, wenn die sozusagen nur noch im Hintergrund ablaufenden Datenverarbeitungen nicht hinreichend transparent werden. Die Sicherstellung dieser verfassungsrechtlich gebotenen Offenlegung der Verfahren und Maßnahmen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten obliegt solchen gesetzlichen Regelungen, wie sie hier zur Beratung vorliegen. In dieser Hinsicht sehe ich in dem vorliegenden Gesetzentwurf noch Nachbesserungsbedarf. Der Titel des Gesetzes zur Erprobung suggeriert eine zeitlich befristete Laufzeit, die in den Regelungen allerdings keine Konkretisierung erfährt. Es genügt aus meiner Sicht nicht, wenn in der Gesetzesbegründung stellenweise anklingt, dass es hier um ein vorübergehendes Verfahren für einen, Zitat, zeitlich begrenzten Übergangszeitraum handelt. Der Grundsatz der Normenklarheit verlangt nach meinem Verständnis mehr, nämlich einen auf den ersten Blick im Gesetz erkennbaren und eindeutig definierten Zeitrahmen für die Dauer dieser Erprobungsphase. Nur so kann die erforderliche Transparenz im Hinblick auf die in diesem Zeitraum erfolgenden Datenverarbeitungen hergestellt werden. Dabei liegt mein Fokus auf den als Hilfsmerkmale deklarierten Daten, die in der Regel eindeutig beziehbare Inhalte aufweisen. Ich spreche mich daher für eine unmissverständliche zeitliche Begrenzung der Anwendbarkeit, jedenfalls der Regelung dieses Gesetzes aus, die zum Zweck der Erprobung von Verfahren und Methoden eine Verwendung personenbezogener Daten zum Gegenstand haben. Sowohl zu Erprobungszwecken als auch zu dem darüber hinaus verfolgten Zweck des Aufbaus ergänzender Register zur Vorbereitung wird auf Erhebungsmerkmale vor allem des Zensusgesetzes 2022, zum Teil auch des Zensusvorbereitungsgesetzes 2022 und des Mikrozensusgesetzes zurückgegriffen. Darum umfasst sind Hilfsmerkmale, die einen Rückschluss der Person des Auskunftspflichtigen zulassen. Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung dieser betroffenen Person enthalten die genannten Gesetze konkrete Bestimmungen zur Separierung dieser Merkmale von den übrigen Erhebungsmerkmalen sowie zu ihrer frühestmöglichen Löschung, spätestens nach Ablauf eines definierten Zeitraums. Eine Einhaltung dieser Vorgaben erachte ich als wesentlich zur Aufrechterhaltung von Transparenz und Glaubhaftigkeit gesetzlicher Normen. Daher kann ich eine Aufweichung der gesetzlichen Fristen zur Löschung, jedenfalls in Bezug auf die verwendeten Hilfsmerkmale aus den genannten Gesetzesquellen, auch soweit sie nicht nur zu Erprobungszwecken nach diesem Gesetz dienen, nicht zustimmen. Für den Fall, dass beispielsweise für Zwecke europäischer Bevölkerungsstatistiken eine Verwendbarkeit von bestimmten Hilfsmerkmalen noch über die nach den Zensusgesetzen zulässigen Speicherfristen hinaus erforderlich sein sollte, müssten diese durch entsprechende Einwilligungen der betroffenen Personen legitimiert werden. Meine erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Einführung eines bereichsübergreifenden einheitlichen Identifikationsnummer und der Rückgriff auf die Steueridentnummer sind Ihnen bekannt. Sie greifen auch insofern auf den vorliegenden Gesetzentwurf durch, als dieses Kennzeichnen hier als Zuordnungsmerkmal für einen Abgleich der Melderegisterdaten Verwendung finden soll. Im Unterschied zum Identifikationsnummerngesetz sieht der Entwurf eines Zensuserprobungsgesetzes keinerlei Maßnahmen vor, mit denen durch Verwendung einer einheitlichen Identnummer hervorgerufene Gefahr begegnet werden soll. Also weder das Four-Corner-Modell noch das Datenschutz-Cockpit-Modell. Für den hier vorgesehenen Zweck der Mehrfachprüfung der erhobenen Melderegisterdaten erscheint mir ein Rückgriff auf das Merkmal der einheitlichen Identnummer nicht zwingend. Daher bitte ich, darauf zu verzichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Frau Lenk, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Einladung. Ich bin mittlerweile im Bundesamt für Statistik der Schweiz tätig. War aber vorher 15 Jahre lang in Österreich und immer verantwortlich für die Registerzählung und für den Aufbau der Registerzählung. Ich spreche daher aus der Praxis. Ein Registerzensus funktioniert. Der wird in manchen Ländern bereits seit den 70er Jahren durchgeführt. In Österreich seit 2011, beziehungsweise wenn man den Test hinzuzählt, seit 2006. Das vorliegende Gesetz ist aus meiner Sicht ein guter erster Schritt, dem noch weitere folgen müssen.
damit Deutschland auch zu den Registerzensusländern gehört. Aus meiner Sicht gibt es keine Alternative zum Registerzensus. Die Bevölkerung versteht heute nicht, warum es noch immer Erhebungen gibt über Sachverhalte, die der Verwaltung bereits bekannt sind, Stichwort Once-Only-Prinzip. In Dänemark zum Beispiel wissen die heute 50-Jährigen und Jüngeren gar nicht mehr, was eine Volkszählung überhaupt ist. Der Registerzensus ist für die kommenden Lieferverpflichtungen an die EU unbedingt erforderlich. Welche Vorteile hat ein Registerzensus? Eine deutliche Kostenreduktion um mindestens 90% im Vergleich zu traditionellen Zählungen. Die Methode entspricht dem neuesten Stand der Forschung. Jährliche Daten, die jährlich zur Verfügung stehen, und zwar kleinräumig und für spezielle Gruppen, im Vergleich zu 10-jährigen Daten, bieten deutliche Vorteile. Ein jährlicher Finanzausgleich im Rahmen einer volatilen Gesellschaft ist, glaube ich, wirklich auch notwendig. Der Registerzensus ist unabhängig und objektiv. Der Bund hat keine Eigeninteressen bezüglich Finanzausgleich, kein Interessenskonflikt, wie dies unter Umständen bei Gemeinden oder Ländern bei traditionellen Zensus immer wieder sein kann. Der gewählte Lebenszeichenansatz inklusive der Überprüfung der Unstimmigkeit ist unabdingbar, da langfristig die Qualität der Einwohnerregister ohne Qualitätskontrolle immer mehr nachlassen wird. Der gewählte Lebenszeichenansatz, also man muss klar sagen, die Gemeinde brauchen verschiedene Anreize, um die Melderegister gut und richtig zu führen. Eine Übererfassung bedeutet immer mehr Geld. Das heißt, wenn man das nicht kontrolliert, gibt es definitiv Schwierigkeiten. In Österreich wird dieser Lebenszeichenansatz seit 2006 durchgeführt und hat sich wunderbar bewährt. Außerdem, der Aufbau von Registern ist in den nationalen statistischen Ämtern üblich und notwendig. Bevölkerungsregister, Unternehmensregister, Gebäude- und Wohnungsregister, Bildungsstandsregister. Periodisch abgedatet, laufend geführt für die Verwendung von Statistik und Forschung. Der letzte traditionelle Zensus eines Landes, also jener Zensus, der mit Befragung durchgeführt wird, wird zum Aufbau von Registern benutzt. Seit den 70er Jahren ist das auch State of the Art im statistischen Bereich. In Österreich war der letzte traditionelle Zensus 2001 und diente für das Einwohnerregister, das Gebäude- und Wohnungsregister, das Unternehmensregister, aber auch das Bildungsstandsregister zur Korrektur oder zum Aufbau derselben. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde überlegt, wie kann man die Register updaten, wie kann man diese Register up-to-date halten. Denn ein Time-Lag für die Qualität der Daten ist ein riesiges und leider irreversibles Problem. Auch einige Worte zum Datenschutz. Aus meiner Sicht ist eine zentrale Verarbeitung, eine zentrale Datenhaltung und Verarbeitung unabdingbar. Andernfalls muss man sich ständig mit Doublettenbereinigungen und den unterschiedlichen Datenspeicherungsansätzen beschäftigen. Und dies entspricht auch dem Ansatz, Daten nur einmal zu speichern und nicht mehrfach. Der Einsatz einer sogenannten chinesischen Mauer für die Trennung von Identifizierungsmerkmalen und den Auswertungsmerkmalen ist eine gängige Methode in den statistischen Ämtern und entspricht auch hier dem gängigen Stand der Forschung. Der vorliegende Gesetzesentwurf entspricht im Hinblick auf den Datenschutz und dem, was wir gemacht haben in Österreich, dem, was wir im Rahmen der Probezählung bzw. der Registerzählung machen und gemacht haben und auch dem im Rahmen des Registerzählungsgesetzes gesetzlich festgelegt ist. Ein weiterer Aspekt des Datenschutzes, lassen Sie mich kurz einen Step zurück machen zum traditionellen Zensus. Hier bedeutet es, dass wenn Erhebungspersonen bei Befragungen in kleinen Kommunen, in kleinen Gemeinden unterwegs sind, gibt es oftmals einen Bezug zu den Befragten, zu den Bürgerinnen und Bürgern. All das ist bei einem reinen Registerzensus kein Thema mehr. Ein kurzes Resümee aus meiner Sicht. Jährliche Daten sind zum Beispiel auch bei solchen Krisen wie bei Covid für eine Auswertung zum Beispiel auf Bildung und Erwerbsstatus schnell, kleinräumig und für spezielle Gruppen möglich. Also ein Registerzensus hätte auch im Rahmen der Pandemie die Politik und damit die Gesellschaft in Deutschland mit aussagekräftigen Daten unterstützen können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann Herr Schöne, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, auch nochmal vielen Dank von unserer Seite, dass wir hier auch nochmal die Position der Kommunen zum Gesetzentwurf kurz darlegen können. Unsere schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen ja bereits vor, sodass ich mich hier auf die wesentlichen Aspekte beschränken möchte. Vorab aber ganz grundsätzlich wird die Umstellung auf einen vollständig registergestützten oder registerbasierten Zensus durch die Kommunen sehr begrüßt,
Denn nicht zuletzt gibt es ja bei der klassischen oder jetzt auch bei der registergestützten Durchführung erhebliche Aufwände für die Kommunen, die dann wegfallen würden. Auch die Erprobung ist aus unserer Sicht sehr wichtig, denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zensus 2011 hat ja auch gezeigt, wie wichtig der Zensustest war für die Rechtmäßigkeit der Durchführung. Allerdings fehlen im aktuellen Gesetzentwurf zur Registerzensuserprobung einige wesentliche Berücksichtigungen der kommunalen Belange und an der Stelle sehen wir erheblichen Änderungsbedarf. Das betrifft zum einen die Kostenermittlung, denn nicht nur die Erprobung, sondern auch die spätere Durchführung eines registergestützten Zensus hat für die Kommunen, die ja mit den Melderegisterdaten einen ganz erheblichen und ganz wesentlichen Datenbestand liefern, auch Kostenfolgen zur Folge, etwa für die Lieferung, für die Anpassung der Software, zur Datenlieferung und so weiter. Diese Kosten sind bisher im Gesetzentwurf gänzlich unberücksichtigt und es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, warum die kommunalen Kosten hier vollständig ausgeblendet werden. An der Stelle muss unbedingt nachgebessert werden. Wir sind da gern bereit zu unterstützen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Kosten zu ermitteln. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Des Weiteren hat der Zensus 2011 deutlich gezeigt, dass die Akzeptanz der ermittelten Einwohnerzahlen bei den Kommunen begrenzt ist. Das war ja auch der Grund für die Klageverfahren. Ganz wesentliche Ursache dafür war, dass das Verfahren wenig transparent war. Die Kommunen waren wenig eingebunden und das sollte perspektivisch geändert werden, gerade wenn es darum geht, ein Verfahren zu erproben für einen vollständig registerbasierten Zensus. Ein Verfahren also, was die Durchführung des Zensus für die nächsten Jahrzehnte bestimmt, ist es aus unserer Sicht unabdingbar, auch die kommunalen Statistiker hiermit einzubinden. Das kann die Akzeptanz der Daten deutlich erhöhen, aber nach unserer Überzeugung kann damit auch die Qualität der Ergebnisse wesentlich verbessert werden. Wir haben in den kommunalen Statistikstellen jede Menge erfahrene Statistiker, die mit den Daten, die für den registergestützten Zensus herangezogen werden, seit vielen Jahren arbeiten. Sie kennen die Stärken und Schwächen dieser Daten und können auch wichtige Hinweise dazu liefern, wie die Qualität der Daten verbessert werden soll. Es ist aus unserer Sicht daher dringend notwendig, diese Expertise mit einzubeziehen, gerade was auch den Bestand der Meldedaten betrifft, der ja ein zentraler Bestandteil der registergestützten oder registerbasierten Zensusdurchführung ist. Für die, gerade bei den Meldedaten ist es wichtig, dass man für die Qualitätssicherung und für die Bewertung der Richtigkeit auch Ortskenntnisse hat. Und die haben die kommunalen Statistikstellen. Deshalb muss man die hier dringend mit einbeziehen. Wir fordern daher unbedingt, dass die statistischen Ämter verpflichtet werden, direkt im Gesetzentwurf die kommunalen Statistikstellen hier bei der Erprobung des Zensus mit zu beteiligen. Schließlich fordern wir, dass auf Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltungshoheit verzichtet wird. Die mit Artikel 2 geplante Änderung des Bundesstatistikgesetzes, die die Kommunen verpflichtet, kleinräumige Gliederungen an die statistischen Ämter zu übermitteln, ist aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Die Gliederungssysteme unterhalb der Gemeindeebene werden durch die Kommunen nach eigenen Kriterien und in unterschiedliche Gliederungstiefe erstellt. Sie dienen vor allem verschiedenen Zwecken der innerstädtischen Planung und unterliegen deshalb auch laufenden Änderungen. Es ist für uns nicht ersichtlich, aus welchen Gründen diese kleinräumige Gliederung für die Zwecke der Bundes- oder Landesstatistik relevant sein soll. Die Übermittlung dieser kleinräumigen Gliederungssysteme an die statistischen Landesämter oder an das Statistische Bundesamt lehnen wir daher strikt ab. Nicht zuletzt ist es auch wichtig, dass die Kommunen unmittelbar von den erhobenen Daten partizipieren. Gerade größere Städte haben in der Regel abgeschottete Statistikstellen, die den statistischen Vorgaben entsprechen, um auch Einzeldaten zu erhalten. Es ist daher für uns nicht nachvollziehbar, dass die im geplanten § 5a des Bevölkerungsstatistikgesetzes geplanten Änderungen weiterhin die kommunalen Statistikstellen ausblenden. Für eine Vielzahl von Planungen der Städte ist es von entscheidender Bedeutung, dass man die erhobenen Daten nutzen und gegebenenfalls auch mit eigenen Planungen, mit eigenen Erhebungen, etwa zur sozialräumlichen Struktur abgleichen kann. Eigene parallele Erhebungen würden somit unnötig gemacht und dem Ziel der Datensparsamkeit Rechnung getragen.
Vielen Dank. So, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Dr. Thiel. Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, hier kurz vortragen zu können. Der Zensus 2011 und der Zensus 22 sind in ihrer Methodik identisch. Der Zensus 2011 ist vom Bundesverfassungsgericht umfangreich geprüft worden und ich möchte hier auf zwei wesentliche Punkte hinweisen. Erstens hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Methodik stets auf dem aktuellen Stand zu halten ist. Zweitens haben das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass möglichst eine belastungsarme Methodik für die Bevölkerung gewählt wird. Derzeit haben in 14 europäischen Staaten ist die Methodik ein rein registerbasiertes Verfahren. Das heißt, die Methodik schwingt langsam um zu dieser registerbasierten Verfahren, die allgemein in Europa anerkannt wird. Frau Lenk hat es eben schon gesagt. Und wir sind auch der Meinung im Statistischen Verbund, dass es nun an der Zeit ist, diese Methodik umzustellen. Das kostet Vorlauf. Man wird sich fragen, warum muss man 10 Jahre damit beginnen? Wir haben im Zensus 2011 zu lange zugewartet, sodass wir für den Zensus 2021, 2022 nur diese Methodik noch verwenden können, wie sie schon in 2011 angewandt worden ist. Wir müssen jetzt beginnen, für die Zukunft umzusteigen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, die meisten europäischen Staaten sind in der Registernutzung uns voraus. Das heißt, wenn entsprechende Auswertungen gefordert werden aus der Statistik, sind sie wesentlich schneller und belastungsärmer in der Möglichkeit, aktuelle Zahlen zu liefern. Europa will in der Zukunft aktuellere Zahlen haben. Alleine bei der Bevölkerungsstatistik wird diskutiert, ob das jährlich, zweijährlich oder dreijährlich ist. Aber auf gar keinen Fall mehr 10-jährig. Ich möchte weiterhin noch mal darauf hinweisen, was Herr Hürter auch schon sagte, für Länderfinanzausgleich, kommunalen Finanzausgleich und die Wahlkreiseinteilung brauchen wir sehr aktuelle Bevölkerungszahlen. Das werden wir in der Zukunft nur für eine kurze Zeit auf den alten Daten schätzen können. Je länger der Schätzraum dauert, umso ungenauer werden die Zahlen und umso ungenauer sind dann auch die Grundlagen für zum Beispiel eine Wahlkreiseinteilung. Deshalb müssen wir umsteigen. Der weitere wichtige Punkt der Erprobung ist, dass wir noch weitere Register in der Zukunft aufbauen müssen. Das heißt, dieses jetzige Erprobungsgesetz ist nur ein erster Einstieg. Weitere Gesetze und Aufbau von den Registern im Bereich Bildung und im Bereich Gebäude- und Wohnungsregister müssen kommen. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist unser Zensus in der alten Form extrem teuer. Wir haben zum Beispiel im Gegensatz zu Österreich, brauchen wir ein Vielfaches von den Summen, um den Zensus durchzuführen, wie es dann notwendig wäre, wenn wir ihn nur registergestützt durchführen können. Wir müssen in den neuen Zensus auch, meine Damen und Herren, neue intelligente Methoden einführen. Und hier darf ich insbesondere an Satellitendaten denken, die zur Ermittlung von Gebäude- und Wohnungsmerkmalen herangezogen werden können. All diese Methodik braucht Erfahrung im Umgang mit der Methodik, sie braucht Akzeptanz und sie braucht eine umfangreiche Kommunikation. Deshalb der lange Vorbereitungszeit. Punkt, damit wir diese Akzeptanz allgemein erzielen können. Im Weiteren darf ich, glaube ich, auf meine Ausführungen in meiner Stellungnahme hinweisen. Ich möchte nur zum Schluss noch sagen, ich bin davon fest überzeugt, dass ein Datenschutz und Datensicherheit nur erreicht werden können, wenn wir den Kernbestand, der abgeglichen werden muss, an einer zentralen Stelle zur Verfügung haben und nicht an vielen Stellen. Davon natürlich selbstverständlich nicht umfasst, ist die Frage, wer die Daten dann nutzen kann. Hier ist, glaube ich, mehr eine Frage, welche Mikrodaten genutzt werden können. Aber nicht, dass die Daten allgemein zur Verfügung stehen, Kommunen, Ländern. Das ist, glaube ich, in jedem Zensus bisher eine Selbstverständlichkeit gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Thiel. Und dann würden wir noch Frau Bock bitte dran nehmen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich
Ich höre jetzt gerade noch ein Echo, aber das ist jetzt weg. Gut, sehr schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich, dass ich auch heute hier vortragen darf. Entschuldige meine Verspätung technikbedingt und möchte darauf hinweisen, dass ich hier meine eigenen und nicht Auffassungen des ULD Schleswig-Holstein vortrage. Meine Damen und Herren, worum geht es? Wir haben es gehört, das Registerzensus-Erprobungsgesetz soll nicht nur, wie der Name es sagt, die Erprobung eines Registerzensus regeln, sondern auch die Entwicklung von Methoden und Verfahren für einen Wechsel von einem registergestützten zu einem registerbasierten Zensus, um zukünftig auf Primärbefragungen verzichten zu können. Dazu erhält das Statistische Bundesamt weitreichende Verarbeitungsbefugnisse und einen Datenbestand, der Data Science, also Big Data Analysen, ermöglicht. Melderegisterdaten sollen mit Daten aus weiteren Registern und den Ergebnissen des Zensus 2022 verglichen und überprüft werden. Wir haben das gerade gehört. Diese Zusammenführung der Registerdaten durchbricht eine Schutzmauer. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im Zensusurteil 2018 festgehalten, dass Einwohnerzahlen realitätsgerecht ermittelt werden müssen. Jedoch wurden für eine verfassungsgemäße Erhebung weitere Anforderungen zum Schutz der Bürgerinnen formuliert, die man im vorgelegten Entwurf vergeblich sucht. Stattdessen wurde der Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum nicht nur weitlich ausgenutzt, sondern meines Erachtens erheblich überschritten. Da sind zum Beispiel weitreichende Verarbeitungsbefugnisse für das Statistische Bundesamt auch verursacht durch mangelnde Normenklarheit wegen fehlender Begriffsdefinitionen, das Vorsehen von Tests mit Echtdaten, die Einbindung der Steuer-ID als festes Zuordnungskennzeichen, die Zusammenführung unterschiedlicher Register, darunter Sozialdaten, kein Ausschluss des Aufbaus eines Superregisters, kaum Schutzmaßnahmen und dazu noch uneinheitliche Löschfristen. Dem Statistischen Bundesamt werden durch unbestimmte Regelungen weitreichende Befugnisse, quasi eine Spielregel mit Bevölkerungsdaten, eingerichtet. Für Statistikerinnen dürften hier Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Aus der Grundrechtsperspektive dagegen sieht es düster aus. Denn Normenklarheit sowie Schutzvorkehrungen und Schutzmaßnahmen hat der Gesetzgeber hier konkret nicht vorgesehen, obwohl diese Anforderungen vom Bundesverfassungsgericht im Zensusurteil bestätigt wurden und sich zudem auch aus Artikel 5 und 89 der Datenschutzgrundverordnung ergeben. Ein Verweis auf andere Normierungen reicht dafür meines Erachtens nicht aus. Es fehlen Festlegungen für zentrale Begrifflichkeiten wie Erprobung, Entwicklung, Aufbereitung, um nur einige zu nennen. Statt grundrechtsschonend mit Testdaten sollen sowohl die Erprobung als auch die Entwicklung der Methoden und Verfahren mit Echtdaten aller Bürgerinnen erfolgen. Aber das Testen mit personenbezogenen Echtdaten ist eigentlich ein absolutes No-Go, insbesondere in so einem weitreichenden Umfang. Echtdaten sind zu Testzwecken grundsätzlich nicht erforderlich und ihr Einsatz ein Verstoß gegen die Pflicht zur Datenminimierung, anders als wir das hier gerade gehört haben. Es bedürfte einer expliziten Begründung, warum keine Testdaten zum Einsatz kommen können. Es rächt sich hier, dass die Bundesregierung nicht zuerst eine Eckpunkteplanung erstellt hat. So fehlt es dann auch im Entwurf durchgängig an einer Trennung der Entwicklungs- und Erprobungsphasen, die vorzusehen wären. Es zeigt sich, dass weder ein registerbasierter Zensus noch dessen Erprobung automatisch grundrechtsschonend sind. Denn die Eingriffsintensität in die Grundrechte kann aufgrund der automatisierten Verarbeitung in der Summe sogar stärker ausfallen, weil beispielsweise nicht nur das Angriffspotenzial durch Dritte bei Übermittlungen zwischen den beteiligten Behörden und bei einer zentralen Speicherung steigt, sondern zudem vielfältige Auswertungen und durch stetige Aktualisierung auch Personenentwicklungsprofile erstellt werden können. Der Gesetzentwurf müsste hier gegen Schutzvorkehrungen und möglichst technische Maßnahmen verbindlich machen. Dazu gehört, dass in der Entwicklungsphase nur mit Testdaten gearbeitet wird und erst nach einer Evaluation und Freigabe auch Echtdaten verwendet werden. Zudem sollten vorrangig Verfahren entwickelt werden und zum Einsatz kommen, die die verfassungsmäßige dezentrale Struktur der Datenhaltung bei den Ländern respektieren. Der derzeitige Entwurf hingegen sieht eine zentrale Datenhaltung auf Bundesebene vor. Dadurch entsteht eine Superdatenbank, ein Superregister. Auch wenn die personenidentifizierenden Hilfsmerkmale in einem frühestmöglichen Zeitpunkt von den Erhebungsmerkmalen getrennt werden sollen, die Hauptaufgabe des Statistischen Bundesamtes liegt im Abgleich der Daten und in der Qualitätssicherung und damit vor diesem Zeitpunkt.
Allein eine spätere Trennung und Löschung sind keine hinreichenden Maßnahmen, diese Eingriffe in die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen abzumildern. Im Rahmen der Gesetzgebung sollten die Anforderungen aus Artikel 89 DSGVO, die auf Verarbeitung zu Zwecken der Forschung und Statistik anwendbar sind, aufgenommen werden. Abschließend möchte ich noch auf die fehlende Einhaltung der Zweckbindung bei der Verwendung des Zensus 2022 Daten und auf die Gefahren bei der Nutzung der Steuer-ID hinweisen. Aber auf diese hat im Detail ja Professor Kelber auch schon ausgeführt. Insofern erspare ich mir das jetzt hier und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde und beginnen mit der Union. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein herzliches Dankeschön gilt den Sachverständigen für ihre Stellungnahmen, die sie uns in schriftlicher Art und Weise und jetzt auch mündlich entgegengebracht haben. Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Thiel und an Frau Lenk. Herr Dr. Thiel, Sie haben den Aufbau auch weiterer Register eben angesprochen. Und welchen Beitrag leistet der Registerzensus jetzt für die Digitalisierung der amtlichen Statistik und für die Bürgerinnen und Bürger? Also welche Entlastung haben die Bürgerinnen und Bürger dadurch? Vielleicht mögen Sie das noch einmal erläutern. Und Frau Lenk, Sie haben das Verfahren in Österreich begleitet, haben auch weitere Staaten angesprochen. Aber in Österreich hat es ja den vollständigen Umbau auf die Register, auf das registerbasierte Verfahren gegeben. Welches Potenzial haben Sie, einiges haben Sie angesprochen, welches Potenzial hat Österreich daraus geschöpft, nicht nur in Bezug auf die Pandemie und zu welchen Kostenersparnissen ist es gekommen? Vielen Dank. Frau Nikolaisen, vielen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion. Herr Dr. Wirth. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Eine Frage an Herrn Professor Kelber und Herrn Dr. Thiel. Wir haben eben gehört, dass in diesem Testverfahren Echtdaten genommen werden. Inwieweit sehen Sie ein Problem, Grundrechtsschutz bei der Erprobung dieses Verfahrens für den Bürger? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Hitschler bitte für die SPD. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Und vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Kelber. Die erste ist eher so ein bisschen grundsätzlich, nämlich ob Sie, Herr Kelber, ein milderes Mittel sozusagen als Datenschutzexperte sehen, um das zu erreichen, was wir als regierungstragende Fraktion mit dem Gesetz erreichen wollen. Also sehen Sie da was, wenn Sie es einmal durchgehen? Und das Zweite, Sie hatten so ein Stück weit rekurriert auf das Datenschutzcockpit, das wir im Registermodernisierungsgesetz ja eingeführt haben. Wäre eine Einbindung dieser Abfrage, auch dieser Erprobungsabfrage in das Datenschutzcockpit etwas, womit man ein Stück weit mehr Transparenz herbeiführen und herstellen könnte, auch für die Bürgerinnen und Bürger? Dankeschön. So, rum. Vielen Dank. Dann für die FDP Herr Höferlin, bitte. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine zwei Fragen gehen an Herrn Hürte. Einmal, Sie haben in Ihrem Statement ja etwas gesagt, auch zu den Vorschlägen des Bundesrates zur Zentralisierung der Entwicklung und des Betriebs der benötigten IT-Systeme bei der Durchführung eines echten Registerzensus. Und haben da ja anklingen lassen, dass das wohl nicht für erforderlich ist und die Länder auch stärker eingebunden sind. Welche Änderungen bräuchte es denn genau oder noch, um die Forderung der Länder nach einer besseren Einbindung bei der IT und bei der Entwicklung der Fachverfahren herzustellen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement erwähnt, dass es allgemein eine Steigerung der Qualität der Register bedarf. Welche Anreize bräuchte es denn konkret, damit die registerführenden Stellen ihre Register konsolidieren? Also zum Beispiel haben wir ein großes Problem, das habe ich ja aus Ihrem Haus in Rheinland-Pfalz auch schon von Ihrem Vorgänger und auch von Ihnen gehört, dass sich unheimlich viele Doppeleinträge, Dubletten oder Falscheinträge in Melderegistern sich befinden. Also was kann man dort tun, damit die Qualität der Register sich verbessert? Herzlichen Dank. Herr Höferlin, vielen Dank. Dann Frau Pau für die Fraktion Die Linke. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an Frau Bock. Es liegt uns ja hier ein Erprobungsgesetz vor, das mit dem schon mal ausprobiert wird, wie das mit dem jährlichen Registerzensus funktionieren könnte.
Mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja kritisiert die zentrale Zusammenführung der Daten. Welche Alternativen Sie sehen, wie man das anders lösen kann? Und zweitens, auch davon war heute hier schon die Rede, es sollen ja erneut sehr viele Daten über jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger zentral zusammengeführt werden. Können Sie uns noch etwas zu den aus Ihrer Sicht notwendigen Schutzmaßnahmen sagen, zum Thema Datensicherheit, Löschfristen und so weiter? Welchen Änderungsbedarf sehen Sie noch im vorliegenden Entwurf? Frau Pau, vielen Dank. Und dann noch Frau Dr. Mihalic, bitte, für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank von meiner Seite an die Sachverständigen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Kelber und ich kann gut an die Fragestellung von Frau Pau vorhin anknüpfen, denn die Bedenken, was eine zentrale Erfassung bzw. eine zentrale IT-Entwicklung und Durchführung angeht, die hat ja auch der Bundesrat geäußert. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie datenschutzrechtlich diese Bedenken teilen. Weil es wird ja gemutmaßt, dass die auf jeden Fall riskanter sein oder diese zentrale IT-Entwicklung auf jeden Fall riskanter sei als bei föderaler Aufteilung. Und wenn ja, welche Gefahren drohen Ihrer Ansicht nach konkret? Und die zweite Frage, die ich Herrn Kelber stellen möchte, ist, welche Gefahren für den Datenschutz drohen Ihres Erachtens, wenn die ID-Nummer bzw. Steuernummer bei der Registerzensuserprobung genutzt werden dürfte, wie das jetzt auch im Gesetz vorgesehen ist? Ihre verfassungsrechtlichen Bedenken haben Sie ja schon deutlich gemacht, aber vielleicht können Sie noch mal was zu den Gefahren für den Datenschutz ausführen. So, Frau Dr. Mihalic, vielen Dank. Wir beginnen jetzt mit der Antwortrunde und fangen jetzt bei Frau Bock an, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, was der Bund sich nicht traut zu sagen, haben wir heute gehört und sagt der Bundesrat in seiner Stellungnahme auch im Klartext mit dem vorgeschlagenen Paragraphen 9a. Es soll eine zentrale Datenbank geschaffen werden, in der die Meldedaten der Bürgerinnen mit anderen Verwaltungsdaten zusammengeführt und abgeglichen werden. Das heißt also, es soll sozusagen ein Superregister entstehen, aus dem sich das Bundesamt für Statistik dann für seine Zwecke bedienen kann. Aufgrund der Unbestimmtheit des Gesetzeswortlauts, das hatte ich schon erwähnt, konnte der Datenbestand zu Qualitätssicherungszwecken und ergänzenden Bevölkerungsstatistiken mit Algorithmen durchforstet werden. Das ist wohl auch Sinn und Zweck der Zusammenführung. Es können dann Korrelationen gefunden werden, die gar nicht vermutet werden, also nach denen man gar nicht fragen würde und auch nach denen zunächst erstmal gar nicht gesucht würde. Also das heißt, wir hätten einen Big Data Treasure Trove sozusagen. Und durch den Lebenszeichenansatz, das kommt noch hinzu, bei dem die Verwaltungskontakte registriert werden, bleibt dieser Datenbestand eben auch aktuell und lässt Aussagen über das Verhalten der Bürgerinnen zu, also wer zieht wohin und so. Das mag noch etwas nach Science Fiction klingen. Der zur Verfügung stehende Bevölkerungsdatensatz beim Statistischen Bundesamt böte aber genügend Potenzial für genau solche Analysen. Und dass ein solcher Datenbestand natürlich Begehrlichkeiten weckt, und zwar nicht nur bei Versicherungen, Krankenkassen, Polizei und Sicherheitsbehörden, sondern auch bei kriminellen Hackern, das liegt auf der Hand. Das heißt, dagegen alternativ vorzugswürdig wäre eine normative Vorgabe, dass die Entwicklung von Verfahren und Schnittstellen dezentral entweder direkt, also so entwickelt werden, dass sie dezentral entweder direkt auf die Registerdaten zugreifen oder auf den Bestand bei den Landesstatistikämtern. Und das, denke ich mal, wäre der vorzugswürdige Weg, weil da entsprechende Schutzvorkehrungen schon bestünden. Zu Ihrer zweiten Frage, vielen Dank, dass Sie mir die Frage noch mal mit dem Blick auf die Schutzmaßnahmen gestellt haben. In der vorgelegten Entwurfsfassung sind weder hinreichend Vorkehrungen noch Schutzmaßnahmen vorgesehen. Der Bundesrat hat zu Recht in seiner Stellungnahme angemerkt, dass die Zuständigkeiten und Aufgaben der Länder auch bei der Erprobung nicht umgangen werden dürfen. Und auch die Einhaltung dieser Zuständigkeiten ist eine Schutzvorkehrung. Da es vorliegend ja auch um die Schaffung von Verfahren und um die Schaffung von Verfahren und Methoden geht, können mit der Erprobung sehr leicht Fakten geschaffen werden,
die die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern faktisch auflöst. Mit dem Änderungsantrag der CDU ist hier zwar etwas, oder der Regierungskoalition ist hier etwas abgemildert worden. Ich möchte aber nochmals betonen, dass es an wirksamen Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen in diesem Gesetzentwurf jedenfalls durchgängig fehlt. Es wird eine Spielwiese für die Statistik geschaffen, ohne dass ein normatives Sicherheitsnetz geschaffen wird. Es fehlen zum Beispiel Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz. Das haben wir gehört, zur Intervenierbarkeit, also zum Beispiel zu Auskunftsrechten für Bürgerinnen, um die informationelle Machtasymmetrie gegenüber dem Staat abzumildern. Denn so wie es jetzt ist, bleibt für die Bürgerinnen völlig unklar, was das Statistische Bundesamt da zusammenführt und analysiert. Und wir wissen seit dem Volkszählungsurteil, dass genau das nicht passieren darf. Eine weitere Maßnahme zur Datenminimierung ist nicht etwa ein zentraler Ansatz. Das ist ein falsches Verständnis von Datenminimierung. Das wäre der Einsatz von Test- und Kontrolldaten, die die Echtdaten ersetzen, zumindest in einer ersten Phase. Oder man könnte pseudonymisierte Daten nutzen, also die zum Beispiel hashen. Also das wäre das Minimum. Der Aufbau einer Testdatenbank im Übrigen für verschiedene Register ist nicht nur für Erprobungszwecke nutzbar, sondern könnte später auch im Realbetrieb Kontrolldaten liefern. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern in Finnland zum Beispiel werden solche Kontrolldatensätze im Melderegister geführt und zum Beispiel für die Kontrolle oder Nutzung von Datensätzen durch Dritte genutzt. Also das wäre so ein Aufbau einer Testdatenbank wäre nicht nur für die Erprobungsphase hilfreich, sondern auch für spätere Verwendung. Aber nicht zuletzt, die beste Schutzmaßnahme ist natürlich der Verzicht auf Verknüpfung und Einbindung von sensiblen Informationen in eine Testumgebung. Und das betrifft insbesondere Sozialdaten und das betrifft vor allem auch die Meldedaten von Personen mit Sperrvermerken. Vielen Dank. So, vielen Dank. Dann Herr Hürter, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Vielleicht darf ich noch mal einleitend sagen, weil das in meiner bisherigen Ausführung vielleicht zu kurz gekommen ist. Der Ansatz, der hier vom Bundesgesetzgeber verfolgt wird und ja auch von den Ländern begrüßt wurde, leistet eben nicht nur einen Beitrag zu den angesprochenen Zielen, belastungsärmer und weniger kostenintensiv eine solche Erhebung vorzunehmen, sondern dient auch der Qualität. Ganz allgemein dadurch, dass wir eben nicht mehr die Situation haben, alle 10 Jahre ein Zensus, der dann etwa anderthalb Jahre nach dem Zensusstichtag Ergebnisse zeigen, sondern wir kämen zu aktuelleren Ergebnissen, was ein Wert wäre, und wir könnten auch eine höhere Periodizität erreichen, das heißt nicht nur alle 10 Jahre, sondern in engerer Taktung. Und das wäre natürlich angesichts der wichtigen Ziele, die verfolgt werden, ein wirklicher Fortschritt. Wenn man angesichts des sehr strengen Statistikgeheimnisses, dem sich alle Kollegen verpflichtet fühlen, das ja auch gesetzlich geregelt ist, zu einer wirklichen Verbesserung kommen möchte, insbesondere bei den Meldedaten, kann man an der Stelle nicht nur auf den Zensus bauen, denn hier gilt natürlich das Statistikgeheimnis und das Rückspielverbot, sondern es müssen wirklich die Meldesysteme ertüchtigt und verbessert werden. Und hier wissen wir ja gerade aus den Zensusdaten, dass die Qualität von Land zu Land, aber auch von Kommune zu Kommune erheblich schwanken. Und insofern wäre das wirklich eine Aufgabe für den Gesetzgeber des Bundes, aber auch in den Ländern aktiv zu werden, um die Qualität der Meldewesen kräftig zu ertüchtigen. Das wäre nach meinem Empfinden der wichtigste Beitrag. Natürlich, das muss ich fairnesshalber sagen, ist die Herausforderung, in einer großen Universitätsstadt ein aktuelles Meldewesen zu pflegen, deutlich anspruchsvoller als im ländlichen Raum, die ja vor allem auch in Rheinland-Pfalz betroffen sind. Insofern gibt es da auch unterschiedliche Herausforderungen, aber ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. Das andere Thema, das angesprochen wurde, war die Frage, inwieweit die Zentralisierung in der Form, wie die Bundesregierung das vorgeschlagen hat, sinnvoll ist oder ob hier eine bessere Einbindung der Länder möglich wäre, so wie das auch vom Bundesrat gefordert wurde. Und hier darf ich zum einen nochmal auf die Stellungnahme des Bundesrates verweisen und zum anderen aber auch auf meine eigene Stellungnahme. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Länder auch in der Erprobungsphase einen Zugang zu den Daten bekommen, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, um eben an der Evaluation mitwirken zu können. Hier hat ja Herr Schöne schon ausreichend ausgeführt, dass aus einer höheren räumlichen Nähe oftmals auch eine bessere Kenntnis der Sachverhalte resultiert, zumindest aber zusätzliche Erkenntnisse resultieren. Und insofern glaube ich, dass die Länder hier
eine stärkere Rolle brauchen. Und auch gerade bei der Softwareentwicklung, glaube ich, hat der Bundesrat hinreichend belegt, dass das bewährte Verfahren, das im Statistischen Verbund heißt einer für alle, deutlich besser geeignet ist als eine pauschale Zentralisierung beim Bundesamt. Und das wären die zwei wesentlichen Punkte, die nach meinem Empfinden dazu beitragen würden, dass die Landesämter und die Länder besser eingebunden wären. Vielen Dank. So, Herr Hürther, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Kelber hat eine ganze Menge an Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst zur Frage von Herrn Abgeordneten Wirth. Ist das ein Konflikt mit den Grundrechten? Nein, in der Form, wenn natürlich die entsprechenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Eine rechtliche Grundlage für die Erhebung eines Zensus ist eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck. Und eine Erprobung eines Zensus, eines registergestützten Zensus als eine milde Form, um dies durchzuführen, gibt es dann, wenn wir eine Normenklarheit haben und auch eine klare zeitliche Begrenzung, das hatte ich ja vorhin in dem Statement angesprochen, auch die Vereinbarkeit mit dem Grundrechtsschutz. Zu den Fragen des Abgeordneten Herrn Hitschler, milderes Mittel, nicht grundsätzlich bei der Frage der Zensuserhebung, da ist das mildere Mittel gegenüber dem jetzt vorhandenen Bereich. Sie haben sich auch mit dem Lebenszeichen-Variante für ein milderes Mittel entschieden gegenüber einer sozusagen zentralen Kopie der Melderegister, deutlich mildere Mittel. Im Bereich der Fragestellung der zeitlichen Begrenzung des Erprobungsgesetzes, aber auch der Nutzung bestimmter Hilfsmerkmale gibt es allerdings geeignetere Methoden. Da ist es dann nicht das mildeste Mittel, das verwendet werden darf. Deswegen komme ich auf Ihre Frage mit dem Datenschutz-Cockpit zurück. Selbstverständlich wäre das eine Verbesserung gegenüber dem Vorschlag, wenn man das Datenschutz-Cockpit in dieser Form mit einbindet, also bekannt ist, dass es diesen Zugriff gegeben hat und in welcher Form. Noch besser wäre natürlich der zweite Schritt des Datenschutz-Cockpit, dass man auch sozusagen die Bestandsdaten dann sehen kann von den Registern, die eingebunden sind als Bürgerinnen und Bürger. Was mich halt verwundert, ist, dass selbst wenn man auf die ID-Nummer zugreift als Hilfsmerkmal, dass man dann erneut nicht vollumfänglich wenigstens die Schutzmechanismen einsetzt, die man für Teile der Register mit dem Four-Corner-Modell, für Teile der Register im Registermodernisierungsgesetz gewählt hat. Das erscheint zunehmend willkürlich, wann diese Schutzmaßnahme denn dann ergriffen wird und wann nicht. Zu den Fragen der Frau Abgeordneten Michalik. Zentrale Datenhaltung. Wir haben das nicht grundsätzlich an dieser Stelle thematisiert, weil wir glauben, dass mit den entsprechenden Schutzmechanismen technischer, organisatorischer und normativer Art dies durchaus hier gelingen kann, auch wenn wir insgesamt ja große Anhänger dezentraler Datenverwaltung sind. Wir glauben insbesondere, dass mit einigen der Vorschlägen einer Dezentralisierung hier leider auch folgen würde, geteilte Datenverantwortung für bestimmte Daten. Das würde wiederum die Wahrnehmung von betroffenen Rechte eventuell sogar erschweren an der Stelle. Das wäre ein Nachteil, den man mit der dezentralen Datenhaltung hat. Wichtig wäre natürlich, dass die Teilung der Daten, die regelmäßig stattfinden muss mit anderen Ebenen, auf jeden Fall möglichst um die Hilfsmerkmale bereinigt ist, weil das sind natürlich die Daten, die insbesondere mit einer räumlichen Nähe eine Personenbeziehbarkeit schnell wiederherstellen können. Die datenschutzrechtlichen Fragestellungen zur Steueridentnummer sind von den verfassungsrechtlichen praktisch nicht zu trennen, weil sie die gleiche Fragestellung betreffen und natürlich auch aus dem immer noch vollgültigen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes sich abziehen lassen. Sie gelten sowohl für staatliches Handeln als auch für das Handeln von Dritten, sei es indem dort Daten sich kriminell beschafft werden oder aus Lücken stammen. Oder auch Erkenntnisse, die man zum Beispiel durch eine Verbreitung der Steueridentnummer
im Rahmen von Geschäftsbeziehungen, Auskünften oder Ähnliches hat, eine leichte Zuordnbarkeit von Daten aus Registern zu einer Person, wenn das dann die zentrale Identitätsmerkmal ist, durchgenommen werden kann. Insbesondere gilt halt, dass eine leichte Verknüpfung unterschiedlicher Lebenstatbestände möglich ist. Insbesondere in größeren Teilbereichen, die viele Lebenstatbestände umfassen, die aber selbst nach dem Gesetzentwurf Registermodernisierungsgesetz bei Arbeit untereinander noch nicht mal mit dem Four-Corner-Modell geschützt ist. Insbesondere auch die lange Ausnahme, die dort für die Kommunen vorgesehen ist. Das schafft tatsächlich natürlich große Probleme, dass diese Daten dann in einer anderen Form durch Dritte, nicht befugte oder für nicht befugte Zwecke zuordnungsbar sind. Und bei den Zensusdaten werden natürlich eine ganze Reihe wichtiger personenbeziehbarer Daten mit einer Person verknüpft. Und wenn diese Person dann identifizierbar ist über die Steuer-ID-Nummer, ist es ein hohes datenschutzrechtliches Risiko. So, Herr Professor Kölber, vielen Dank. Frau Lenk. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte gerne kurz darauf eingehen, wie wir es in Österreich gemacht haben. Wir haben ein Registerzählungsgesetz gehabt, in dem bereits die Probezählung vorgesehen war, also der Testzensus, wenn man so möchte. Wir haben den 2006 durchgeführt, und zwar mit der Sozialversicherungsnummer, eine sprechende Nummer. Das war eine nicht allzu gute Lösung im Sinne vom Datenschutz, aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Und wir konnten zeigen, dass die Methode funktioniert. Es war extrem wichtig, dass wir eine echte Probezählung durchgeführt haben. Wir haben einen Bericht gemacht, wir haben Methodentransparenz, und das ist auch das, was in der Statistik üblich ist. Wir haben Methodentransparenz. Im statistischen System verwenden wir Daten, die in der Verwaltungsbereich vielleicht nicht verwendet werden dürfen. Aber genau deshalb gibt es im statistischen System. Und die Bürger vertrauen darauf, dass wir im statistischen System mit diesen Daten sorgfältig umgehen. Ich wurde gefragt, welchen Nutzen Österreich gezogen hat. Warum haben wir überhaupt mit dieser Probezählung angefangen? Und zwar schon weit vor 2011. Also es war schon 2001 klar, dass wir das machen, und vor 2001. Die Bürger und Bürgerinnen wollten keine Fragebogen mehr beantworten. Das sieht man in verschiedenen Statistiken, das sieht man in verschiedenen Erhebungen immer wieder, dass es wirklich durch schwieriger ist. Ich glaube, es hat auch in Deutschland den Bereich gegeben, wo für Religion jede Ritter eingetragen wurde. Das ist so ein Beispiel. Wir brauchen gute und qualitativ hohe Daten, gute Daten. Ein großer Punkt war, ist natürlich die Kostenreduktion. Die traditionelle Zählung 2001 hat bei 70 Millionen Euro gekostet. Für 2011 war die Schätzung für 100 Millionen. Im Endeffekt hat dann die Registerzählung für 2011 inklusive Probezählung 9 Millionen ausgemacht. Das sind die tatsächlichen Zahlen. Das sind jene Zahlen, mit denen wir eine Registerzählung machen konnten. Nachdem wir den Zensustest 2006 durchgeführt haben wir dann sehr schnell gesehen, dass das gut funktioniert hat, und haben dann bereits diese Daten jährlich geführt, gerade im Bereich zum Beispiel der Bevölkerungszahl für den Finanzausgleich, weil es klar war, dass wir nicht auf 10-jährige Daten warten können für den Finanzausgleich. Auch in Österreich bewegen sich die Personen zwischen den Gemeinden ganz, ganz schnell hin und her. Wir haben viele Verfahren angewendet, um zu überprüfen, ob das, was wir hier tun, richtig ist. Eben Methodentransparenz, nicht unbedingt so, dass man genau weiß oder dass man darlegt, welche Daten wo liegen und was da drinnen ist, sondern Methodentransparenz. Wir haben einen großen Bericht gemacht. All das hat das Vertrauen auch gestärkt in diese Methode, die wir jetzt schon seit vielen Jahren machen, die in Österreich seit vielen Jahren durchgeführt wird. Ich möchte noch mal sagen, es gibt keine Eigeninteressen beim Bund für den Finanzausgleich, bei einer traditionellen Zählung sehr wohl. Eine Gemeinde hat das Interesse, dass möglichst viele Einwohner in ihrer Gemeinde sind. Sie haben das bei ihrem letzten Zensus stark gemerkt. Und wenn man diese Methoden nicht überprüft, und zwar mit Echtdaten überprüft, dann wird es ganz, ganz schwierig sein, zu beweisen, dass es funktioniert. Oder vielleicht kommt es dann wieder zu einem Problem, weil
vielleicht ist das, was in Österreich wunderbar funktioniert, in Deutschland ein bisschen modifiziert möglich. Und das muss man in einem Test und in einer Erprobung ansehen. Und mit irgendwelchen pseudonymisierten oder anonymisierten Testdaten ist es relativ schwierig, einen Lebenszeichenansatz zu testen. Sie haben gefragt, wie das ist mit Registern und Aufbau der Registern. Es ist etwas, was international üblich ist, Register zu haben mit den statistischen Systemen. Und man kann sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ohne Register gibt's, kann man keine Statistiken mehr machen heutzutage. Es ist auch die Respondentinnen, die Entlastung von Bürgern steht ganz, ganz hoch im Kurs. Das heißt, wir dürfen auch nur befragen, auch von EU vorgegeben, wir dürfen nur das befragen, was nicht in anderen Registern drinnen ist. Das ist auch in den Bundesstatistikgesetzen normalerweise drinnen. Also das heißt, ich darf nur fragen, wenn ich das in der Verwaltung nicht habe, in den Verwaltungsdaten. Das ist ein Punkt, den muss man sich wirklich gut überlegen, ob man da wirklich eine Erhebung macht. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hohe Qualität in den Registern haben. Und die Statistik ist genau der richtige Ort, wo man Vertrauen haben kann. Auch für zentrale Datenlieferungen oder zentrale Datensätze. Dort ist es gut aufgehoben. Die 10-jährigen Daten, es wurde vorher schon erwähnt, dass wir jetzt jährlich Daten haben für den Finanzausgleich, aber nicht nur für den Finanzausgleich, sondern auch für kleinräumige Auswertungen, für Statistiken, für spezielle Gruppen. Das ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist und das man nicht vergessen darf. Wir haben in Österreich eine sehr hohe Qualitätssicherung gemacht für die Registerzählung. Das ist etwas, was sich über die Jahre entwickelt hat. Ich denke auch, dass das für die Statis, für das Bundesamt hier ein Weg sein wird, klarzulegen, welche Methoden sie anwenden. Aber um Qualitätssicherung zu betreiben und Methoden zu testen, braucht man gute Daten. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, mit Echtdaten hier zu arbeiten. Danke. Vielen herzlichen Dank. Und dann noch Herr Dr. Thiel. Ja, vielen Dank. Das Innovationspotenzial hat zwei ganz wichtige Grenzen. Wir haben in der Statistik keine Spielwiese, wie es gerade von einigen meiner Vorrednerinnen gesagt worden ist, sondern wir haben klare Regeln, die aus dem Bundesstatistikgesetz, aus den Statistikgesetzen, die es dann noch in anderen Fachbereichen gibt, aus dem Datenschutz und dem Statistikgeheimnis gibt. Daraus gibt es enge Spielvorgaben für die Statistik. Das Innovationspotenzial bezieht sich auf drei wesentliche Bereiche. Zunächst im Bereich der Methodik. Wir müssen in der Registernutzung noch mehr von anderen Partnern lernen. Wir haben uns in Europa sehr weit umgeguckt bei den 14, die diese Register schon nutzen. Wie machen sie es? Wie ist das beste Verfahren? Wir müssen im Bereich des Datenschutzes, die neue Datenschutzgrundverordnung stellt auch die Statistik für weitere Herausforderungen, die wir in dem neuen Registererprobungsgesetz auch weiter testen müssen. Der dritte große Bereich ist die Qualitätssicherung dieser großen Datenbestände. Das geht nicht mit synthetischen Datensätzen. Das haben wir sowohl beim Erprobungsgesetz für den Zensus 2011 gesehen und wir sehen es auch für den Zensus 22. Wir brauchen Echtdaten, um das wirklich auf Herz und Nieren prüfen zu können. Mit synthetischen Daten ist das nicht möglich. Der weitere große Innovationspotenzial liegt in der Stichprobe. Wir müssen die Größe der Stichprobe muss genau so bemessen sein, dass möglichst die Lebenssachverhalte alle abgedeckt werden, aber auf der anderen Seite sie so klein wie irgendwie möglich ist. Das können Sie sehr schön sehen. Die Stichprobe im Zensus 22 ist etwas größer wie die Stichprobe zum Zensus 2011. Warum ist sie etwas größer? Weil wir mehr Erfahrung haben und wir konnten gewisse Lebenssachverhalte in manchen Regionen einfach nicht abdecken mit der Größe der Stichprobe, wie wir sie beim 2011 hatten. Deshalb musste es angepasst werden. Der zweite große Bereich, wo wir Innovationspotenzial haben, ist im Datenschutz und in der Datensicherheit. Der Zensus 2022 kostet über 1,4 Milliarden. Ein ganz erheblicher Teil der Mehrkosten geht in einen größeren Aufbau der Datensicherheit und des Datenschutzes. Hier haben wir bei uns im Amt in enger Absprache und in Kooperation mit dem BSI
und dem BFDI haben wir zunächst mal den Sicherheitsstandard sehr hoch angegeben. Und diesen Sicherheitsstandard sehr hoch anzugeben, dafür müssen wirklich erhebliche Vorkehrungen sowohl im Haus des Statistischen Bundesamtes, aber insbesondere bei unserem Dienstleister ICZ Bund gemacht werden. Sie müssen sich das vorstellen, alle Datenbestände der Statistik, die werden getrennt gehalten von allen anderen Datenbeständen, die das ICZ Bund für sich bereithält. Eine völlige Abschottung, sowohl in organisatorischer, in personeller wie in technischer Hinsicht. Ich habe größte Zweifel, ob das heute in ähnlicher Form mit den Landesdienstleistern im Bereich der IT geleistet werden kann. Denn unser IT-Dienstleister sagt uns immer, könntet ihr nicht ein wenig von dem Statistikgeheimnis und von dem Datenschutz dort abgehen, dann wäre das leichter möglich für uns. Der Datenschutz, möchte ich daran erinnern, wir bauen gerade ein Datenschutz-Grundverordnungstool auf, wo jeder Bürger nachfragen kann beim Zensus, welche Daten werden an welcher Stelle von mir zum Zensus herangezogen. Das ist gerade im Aufbau und soll hoffentlich in diesem Sommer fertig werden. Der dritte große Bereich des Innovationspotenzials ist im Bereich der Plausibilisierung und Automatisierung der Qualitätssicherung von großen Datenbeständen. Das muss heute automatisiert unterstützt werden, damit die Qualität der Ergebnisse entsprechend hochgehalten werden kann. Das wird besonders deutlich, Sie kennen das, das Gebäude- und Wohnungsregister wird durch Erheber vor Ort aus verschiedenen Datenbeständen einmal zusammengeführt, dann nochmal überprüft. Und wir sind guter Dinge, dass das zukünftig mit Satellitendaten und Ortofotos kann das nochmal qualitätsgesichert. Das gibt es schon in den Laborbereichen, seit ungefähr 10 Jahren wird das angewandt und wir wollen das jetzt dann auch in einer zweiten Stufe im Registerzensus zukünftig zur Qualitätsunterstützung heranziehen. Also, Innovationspotenzial steckt im Registerzensus in der Methodik, im Datenschutz und der Datensicherheit und in der Qualitätssicherung. Und insofern ist der Registerzensus durchaus auch ein Katalysator für Innovationspotenzial. Vielen Dank. So, vielen herzlichen Dank. Dann wären wir mit der ersten Fragerunde durch. Und aufgrund des noch vorhandenen Zeitfensters kann in gleicher Weise noch eine zweite Runde stattfinden. Ich würde anfangen mit der Union. Die hat keine Fragen mehr. AfD-Fraktion hat auch keine mehr. SPD hat auch keine mehr. Herr Höferlin, haben Sie noch Fragen? Herr Höferlin ist weg. Ja, nein, ich bin da. Ich habe im Moment den Knopf gesucht. Nein, ich habe keine Frage mehr. Danke. Sie haben auch keine Fragen mehr, Frau Pau? Es ist ja schon einiges zum Personenkennzeichen gesagt worden, aber ich würde gerne Frau Bock noch mal die Gelegenheit geben, uns Ihre Auffassung zur Verwendung des einheitlichen Personenkennzeichens hier kundzutun. Und dann frage ich noch Frau Dr. Mihalic. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Kelber zum Thema Datenlöschung. Und zwar die Meldebehörden müssen ja die Daten nach Überprüfung durch die statistischen Landesämter löschen, aber eine Löschung bei den Landesämtern und beim Statistischen Bundesamt ist hingegen nicht vorgesehen. Und deswegen möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie daher auch die Sorge der kommunalen Spitzeverbände teilen, dass die statistischen Landesämter und das Bundesamt die zur Registerzensuserprobung verwendeten Daten danach für andere statistische Zwecke weiter nutzen. Und würde das nicht gegen das verfassungsmäßige Zweckbindungsgebot verstoßen, Ihrer Ansicht nach? So, dann würde ich jetzt zuerst noch Herrn Kelber dran nehmen und danach Frau Bock. Ich muss jetzt zugeben, Frau Vorsitzende, dass mich Frau Abgeordnete Michalic mit der Frage etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Das muss ich nachliefern. Mache ich aber auch noch im Laufe des Tages und sende es zu. Vielen Dank. Die Fragestellung hat mir noch nicht gestellt. Und Frau Bock, bitte noch. Ja, vielen Dank.
Bei der Verwendung des Personenkennzeichens tritt ja genau das ein, was bei Einführung der Steuer-ID hoch und heilig versprochen wurde, dass es nicht passieren wird. Die Zweckbindung wird nach und nach aufgelöst und Registerinformationen mithilfe der Steuer-ID zusammengeführt und fortgeschrieben. Durch den Lebenszeichenansatz erhält der Staat so ein ziemlich genaues, aktuelles Bild über Individuen und die Bevölkerung. Durch die Verknüpfung unterschiedlicher Lebensbereiche und Lebensumstände ist ein Eingriff und das ist ein Eingriff erstmal, ja, in die Rechte und Freiheiten oder erhöht das Risiko weiterer Eingriffe in Rechte und Freiheiten durch weitere Verwendung dieser Informationen. Das schafft sicherlich qualitativ gute Daten, das haben wir gehört. Aber genau dies schafft eben auch für die Bürgerinnen die im Volkszählungsurteil ausgeführten Gefahren. Nicht nur im Hinblick auf individuelle Profilbildung, sondern auch im Hinblick auf eine ausgefeiltere Statistik, die nämlich über Gruppenzuordnungen letztendlich auch die Bürgerinnen gläsern macht. Anonyme Datenauswertungen, beispielsweise zu bestimmten Regionen, haben immer auch Auswirkungen auf die individuellen BürgerInnen, die dort leben. Und es gilt hier, die negativen Auswirkungen zu minimieren. Und das kann man nur über eine entsprechende Evaluation, über eine Folgenabschätzung machen, die hier ich die hier dringend anrate in diesem Konstrukt oder in diesem Kontext. Die Verbreitung der Nutzung der Steuer-ID, das haben wir auch schon gehört, führt zu einer stetigen Erhöhung des Schutzbedarfs der BürgerInnen, weil sich das Risiko der Verarbeitung mit einem Verlust oder einem Identitätsdiebstahl in weitreicheren Lebensbereichen auswirkt. Das bedeutet zum Beispiel, die Plausibilität der Abstreitbarkeit von Verwaltungskontakten wird erschwert. Das heißt, faktisch kommt es in diesen Szenarien zu einer Beweislastumkehr. Die BürgerInnen muss dann dem Staat, der Verwaltung nachweisen, dass die Aktivitäten oder die Informationen in den Registern nicht ihrer Person zuzuordnen sind. Das wird oftmals fast unmöglich und ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Das bedeutet also, Identifizierbarkeit über eine Steuer-ID schafft immer ein überaus hohes Risiko. Vielen Dank. So, es gibt dann keine Fragen mehr seitens der Kollegen. Ich frage jetzt, wir haben noch, ich will das nicht in die Länge ziehen, wenn einer der Damen oder Herren Sachverständigen noch was Dringendes hätte, was er uns mit auf den Weg geben wollen würde, hätte er noch die Möglichkeit dazu. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme, würde die Anhörung damit schließen und allen noch eine gute restliche Woche wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank.